Jetzt in der Corona-Krise stehen viele Studierende vor großen Geldsorgen. Sie sind oft auf umfangreiche Nebenjobs angewiesen, um ihr Studium zu finanzieren. Und diese Nebenjobs gehen jetzt verloren. Das trifft vor allem die, die bisher überhaupt kein BAföG bekommen. Und ausgerechnet die lässt die Bundesregierung und Ministerin Karliczek bisher völlig im Stich. Wir Freie Demokraten fordern, das zu ändern. Wir wollen eine BAföG-Volldarlehen elternunabhängig für alle öffnen, die ihren Nebenjob verloren haben. Außerdem fordern wir einen bundesweiten Härtefallfonds, um auch mit direkten Zuschüssen Studierenden in besonderen finanziellen Notlagen finanziell unter die Arme zu greifen. Das Sommersemester 2020 soll als Corona-Semester auf die BAföG-Höchstförderdauer nicht angerechnet werden. Und gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit sollen auch die Studierendenwerke vor Ort schneller neue Nebentätigkeiten zur Unterstützung von Landwirten, Supermärkten oder auch Gesundheitsbehörden vermitteln. Es gibt also viel zu tun. Frau Karliczek muss jetzt endlich in die Pötte kommen und Studierende unterstützen, damit Corona nicht auch noch zur Bildungskrise wird.